Okay. Dave Gaming. I will drive Dave away. Gaming. You know, it was whoa. It's Dave Gaming. What do you think? What do you think of Dave Gaming? Sorry. What do you think about Dave Gaming? Ooh. Is he? Is he? Yeah. It's Dave Gaming. Oh no, it's not. It's someone else. Bonjour, mesdames et messieurs, und herzlich willkommen in Schweden. Ich bin hier bereits jetzt schon im Hotel in Stockholm. Wir wurden von EA eingeladen, von EA Sports, und sollen uns ein neues Spiel anschauen und werden bei der WRC Rally Schweden mit dabei sein. Und ich habe mir gedacht, jeder gute Vlog hat auf jeden Fall auch eine Hotelzimmertour. Fängt zwar vielleicht immer ein bisschen vorher an, so am Bahnhof, Flughafen oder sonst was, aber wir hatten da auf jeden Fall so eine relativ turbulente Reise hierhin. Egal, unser Kontakt bei ihr hat das super easy gemanagt und jetzt sind wir doch da, auch wenn ich einen Flug 5 Stunden später nehmen musste. Das war ein Riesenstau, 3 Kilometer vor Frankfurt, aus Wiesbaden. Oder verpassen wir unseren Flug? Aber egal, wie gesagt, alles gut. Wir sind jetzt hier und wir gucken uns mal ein schönes Hotelzimmer an. Da haben wir das Doppelbett, brauche ich definitiv. Und wir haben ABBA. Und wenn ein ABBA eventuell ein bisschen abturnt, dann kann man auch sagen, aber doch nicht. Und haben wir noch das Badezimmer. Ich weiß nicht, warum alle immer das Badezimmer zeigen, aber das scheint wohl irgendwie sowas ganz Geiles zu sein. Hier kann man rüber luschern. Hallo. Und hier kann man sich selbst bestaunen. Wenn man ein bisschen schöner ist als ich, sieht das dann eigentlich wahrscheinlich auch ganz geil aus. Eine Besonderheit gibt's. So, da wir ja von EA eingeladen sind, können wir eigentlich die Minibar ausrauben, wie wir wollen, ne? Und in Schweden bezahlt man ja mit Kronen. Die werden mit SEK abgekürzt. Das Ding ist, bei den meisten Wörtern macht man beim Plural ja ein S einfach dran. Insofern bezahlt man ja in Schweden mit Bonjour, mesdames et messieurs. Keine Ahnung warum, aber ich habe meine französische Phase. Wir gehen auf jeden Fall gleich mal frühstücken und dann gucken wir mal, ob ich auf Französisch weitermache mit den anderen Kids. Wir gucken einfach mal, wen wir hier so treffen. Ansonsten, Liebe geht durch den Magen und man sollte sich immer ein wenig Zeit lassen zum Essen. And look who we have here. It's our favorite Czech content creator, Jarnier. Jarnier, comment ça va? Ah, oui, oui, merci beaucoup. Good. Oui, oui. That's good, yeah? Yeah, natürlich, yeah. Are you also looking forward to play the new EA Sports game? You mean the Jedi Survivor? Yeah. Oh, yeah, yeah. Plants vs. Zombies, the new esports game. Yeah. But we're invited to DICE, so maybe? Oh, Battlefield. Battlefield? Yes. 41. Yeah. So, Leute, wir sind jetzt bei DICE und es gibt so ein paar schöne Sachen für Star Wars Fans. Unter anderem eine der roten Wachen. Außerdem haben wir noch jemand anderen hier am Start, der immer für gute Laune sorgt. Da ich euch aber auch nichts zum kommenden Spiel sagen darf, springen wir direkt zur Rallye Schweden. Und um uns herum sind schon eine Menge Leute unterwegs da im Hintergrund. Sieht man gerade nicht. Die Blende ist sehr stark eingestellt. Jaroslav, hallo, natürlich. Jano, how are you doing? Cool. Wir sind hier gerade beim Shakedown. Das heißt, die Fahrer testen mal ihre Setups, geben wir mal richtig Gas und gucken mal, wie sie hier langbrettern können, ob alles auch wirklich passt. Und das sehen wir hier gerade. Im Shakedown gehen wir jetzt in den Service Park rein und werden hier durchgeguided. What are we doing, Dave? We're going to the Service Park. Wir werden hier gerade durchgeguided und uns erklärt man auch so ein bisschen, wie die WRC überhaupt produziert. Dass man irgendwann das Zusatzprogramm, was ja bald Rally TV heißen wird, nochmal hinzugebracht hat, damit man auch wirklich als Hardcore-Fan alles sehen kann, wenn man wirklich alles sehen möchte. Und dementsprechend hat man auch erklärt, dass man zum Beispiel ein Flugzeug hat, was über die jeweiligen Etappen fliegt, damit es das Signal einfangen kann, damit die das hier hinsenden können.
Und dann können die ganzen Signale verarbeiten. Die haben auch irgendwie ein Studio in Helsinki und so und schalten da Sachen hin und her. Crazy. Ich habe mir auch ein bisschen Merch gekauft. Aha. Aber von welchem Team und was genau? Das könnt ihr mal gerne selbst raten. Tja, und jetzt gehen wir die Teams besuchen. Wir wurden zu Hyundai zugeteilt, was mich sehr freut, weil ich vor 4 Jahren eine Driving Experience hatte. Und da war ich ebenfalls in einem Hyundai unterwegs. Und tatsächlich war das Craig Breen, der mich da gefahren hat, der jetzt aktuell auch für Hyundai fährt. Bedeutet also, es wird ein kleines Wiedersehen. Ich freue mich drauf. Ja Leute, wir hatten ein Interview, einerseits mit Craig Breen, andererseits mit Cyril Abitbol, der hier gerade noch im Hintergrund steht. Und gerade bei Cyril Abitbol muss ich sagen, holy shit, ist der Typ charismatisch. Unfassbar krass. Und bei dem Interview war das echt instant so. Der ist sofort ins Gespräch eingestiegen, auch auf uns eingegangen und unfassbar krass. Also krasse Persönlichkeit, hat mich auch unfassbar gefreut. Und ja, crazy. Wir haben auch ein bisschen über Formel 1 und so gesprochen. Ich werde da ein bisschen was eingeblendet haben. Und ansonsten, ja, mit Craig Breen war es ja auch ein schönes Wiedersehen, dass wir da quasi 4 Jahre später dann nochmal ein kleines Selfie mit ihm hatten und ein bisschen mit ihm quatschen konnten und so. Und er konnte sich ja noch an die Touristenfahrten erinnern, auch wenn er sich wahrscheinlich jetzt nicht an mich spezifisch erinnert hat. You guys? Content Creator. Content Creator. For? What? Racing Games. Okay. And that's on what type? Well, YouTube also? Yeah, primarily Formula One, but also other racing games. Also okay. WRC with. Okay. All right. So, how many subscribers do you have? 200,000. Wow. So, who wins in that contest here? I think it would be me. Yeah. At the moment. Well, probably Dennis, or at least the outlet you're working. Yeah, yeah. My outlet has over 1 million. Ah, he wins. Yeah. How many? 1.2. Yeah, he knows it better because he's my rival and he's also that's a competitor. Yeah, my competitor. Friendly competitor. Yeah, yeah. That's how. When you're talking about your outlet, what is it? Is that a channel? It's a website. It's a website. And a magazine that's published monthly on video games. On video games? Yeah. Okay. All type of video games, not just motorsports. Yeah, yeah, all type of video games. Okay. What's your name? Usually not. It's called GameStar. Still on jeuxvideo.com, so that's a French version. It's the same publisher as Jeuxvideo. Is it the same, really? Yeah, it's Webedia. Yeah. It's huge, huh? I mean, the number of subscribers of Jeuxvideo is just huge. Just huge in France. I don't know. Yeah, I think it's the biggest French website, right? Well, it's been for a while, yeah. Jetzt rüber zu dem Gebiet, wo jetzt gleich die erste Stage startet. Hier gibt es allerdings auch noch die Möglichkeit, jetzt nochmal Unterschriften zu sammeln
Und ja, wir konnten uns jetzt schon mal den Fuhrpark ein bisschen genauer anschauen. Eines der Autos ist gerade auch direkt auf mich zugefahren. Das war ein bisschen spooky, aber super, super geil. Klingt auch richtig geil. Es ist das erste Mal, dass ich jetzt bei einem WRC Rally-Event dabei bin. Ich war ja einmal vor ein paar Jahren dabei bei einem Gaststart für ein Rally, Taxi-Rally. Ey, sorry, mein Hirn ist gerade so ein bisschen... Ja, aber schon mega geil und ja, die Toyotas fahren hier gleich durch. Ich glaube, ich filme mal weniger mich und mehr die Autos. Ich glaube, das wollt ihr eher sehen. Also Leute, wir sind jetzt hier reingelaufen und im Hintergrund spricht jemand, der übersetzt gerade, was ich sage, deswegen alles entspannt. Wir stehen hier gerade kurz vor der Zieleinfahrt. Da hinten ist die Zieleinfahrt und da springen die quasi rein. Also das wird, glaube ich, ein cooler Platz für ein paar coole Videos werden. Wir werden da uns gleich nochmal hier hinbegeben, jetzt vielleicht mal zur Autogramm-Session gehen, vielleicht überspringen wir die auch einfach und bleiben hier, damit wir einen geilen Spot haben für die coolen Videos. Falls sich jemand gefragt hat, ob wir von EA bezahlt werden, ja, in Churros. Danke sehr. Ja Leute, extrem geile Sache. Ich habe zweimal den Spot gewechselt, damit wir ein paar schöne Shots hier und da bekommen, ein paar schöne Perspektiven haben. Und wir haben die ganzen WRC 1, also Rally 1 Autos mitbekommen. Und jetzt während der Rally 2, wenn wir mal schön was footen gehen, der Tag ist auch schon ordentlich lang, deswegen bin ich jetzt auch gar nicht mal so mad, dass wir jetzt ins Restaurant gehen und dann schön am Abend etwas entspannen können im Hotel. Weil morgen früh geht's zur Etappe 2. So, wir sind wieder im Hotel. Wir haben 11 Uhr abends gerade jetzt, wo ich das hier aufnehme. Morgen früh müssen wir um 7 Uhr morgens auf der Matte stehen, damit es weitergeht zu der nächsten Etappe. Und eine Sache habe ich euch ja schon versprochen, nämlich was habe ich mir Schönes gekauft? Also einerseits haben wir hier das Team-T-Shirt von M-Sport. Vielleicht ein bisschen zu eng geschnitten für mich. Aber da muss ich anscheinend noch ein bisschen reinwachsen oder schrumpfen. Aber ich habe noch ein bisschen mehr gekauft. Haha! Und zwar das Toyota-Team-Shirt. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal viel geräumiger. Das ist super gechillt. Das ist richtig entspannt. Da könnte man sich jetzt schön eine Packung Chips hinstellen, Bierchen und den Bundestrainer wieder mal anmaulen, wie er es denn nicht schafft, das Team zum Weltmeistertitel zu bringen. Oder wir chillen gleich und gehen pennen, ohne das T-Shirt natürlich. Und werden dann morgen früh die nächste Rallye-Etappe genießen. Aber erstmal zeige ich euch noch was. Ich habe noch ein Shirt und zwar das Team-Shirt von Hyundai. Okay, das ist ein bisschen weiter als das von Ford, aber trotzdem ein bisschen eng. Naja, ich habe mir tatsächlich später nochmal andere Sachen gekauft. Und zwar habe ich mir sogar zwei Paar Sebastian Loeb Socken geholt. Und ich habe mir tatsächlich noch einen Lancia geholt. Einen schönen alten Lancia Delta Integrale HF Evolutione. Ein wunderschönes Automobil. Wird das überhaupt anfokussiert? Ich weiß es nicht. Aber wie ich finde, sehr, sehr schönes Auto. Kommt auch in den Hintergrund im Streamingraum, so als kleine Dekoration. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben noch vor 8 Uhr. Ich spreche ins Mikrofon rein, also bin wirklich noch nicht so wirklich wach. Ja, wir sind jetzt bei der zweiten Stage angekommen und werden uns die gleich anschauen.
Und ich habe so 3-4 Stunden geschlafen. Ich glaube, gestern Abend beim Abendessen war Bier und Wein nicht so eine gute Kombination. Mache ich nicht nochmal so. Ist alles gut. Ich habe einfach nur ein bisschen leichte Bauchschmerzen gehabt, aber ansonsten ging es wieder. Habe ein bisschen Wasser getrunken und alles war super. Und jetzt bin ich wieder halbwegs fit. Ja, ist ja nur die Uhrzeit jetzt gerade, die ein bisschen stressig ist, aber das kriegen wir hin. Und dann passt schon alles. Jano, are you looking forward to the stage today? Ja. Yeah. Will you be also driving? Ja. Yeah. That's good. Nach einem kleinen Marsch durch den Wald sind wir jetzt bei der zweiten Etappe angekommen. Da hinten, ich werde da gleich mal reinzoomen, starten die Autos, also so etwa 200, 300 Meter vorher. Ja, und dann geht es hier schön durch eine Kurve. Das ist ziemlich, ziemlich nice, wie ich finde. Und gucken wir mal gleich, wenn die hier losbrettern, was abgeht. Hier nochmal bei einem zweiten Spot und gucken uns so ein bisschen mal aus einer anderen Perspektive die Fahrzeuge an. Das, was wir gerade gesehen hatten, war wie gesagt beim Start jetzt so ein paar Minütchen weiter oder im Fall von den Rallye-Cars ein paar Sekündchen weiter. Die Sonne geht langsam auf und für uns bedeutet das tatsächlich, dass wir langsam aber sicher. Ah, da kommt noch jemand, Moment. Für uns bedeutet es, dass wir langsam aber sicher auch wieder die Stage verlassen müssen. Wir waren hier an 2-3 verschiedenen Spots, haben uns alles Mögliche mal angeschaut und es war sehr, sehr geil. Jetzt müssen wir aber auch mal langsam dann wieder zurück ins Hotel, alles zusammenpacken, auch mal ein bisschen was fooden und dann in der Service Area ein bisschen chillen, damit wir auch pünktlich zum Flughafen kommen, damit wir auch nicht wieder einen Flug verpassen, weil das ist ja ein bisschen ungünstig, damit wir auch rechtzeitig zu Hause sind. Ey, und überall, wo du hier entlang staffst, ne, ist das im Schnee eigentlich eine absolute Todesfalle, weil du kannst so tief reinsinken. Warte mal, ja, da sieht man es, kniehoch war ich im Schnee gerade schon drin, also super, super lustig. Jan, ist jetzt das letzte Mal für diesen Trip zumindest, dass wir hier an den Rallye-Etappen dran sind. Ist halt mega geil, ist halt eine richtig geile Atmosphäre und bei der ersten Etappe war es quasi so ein bisschen mehr wie so eine Art Festival. Hier ist es quasi ein bisschen quasi noch familiärer gewesen, aber es ist halt super, super gechillt, super geil und ja, die Autos sind auch absolut beeindruckend. Insofern ein letzter Blick über die Rallye-Etappen, ehe wir uns langsam aber sicher auf den Heimweg machen. Wir sind jetzt nochmal im Service Park gewesen, haben nochmal ein bisschen was gegessen, aber ich habe jetzt nicht mehr allzu viel aufgenommen, bin jetzt nicht mehr nur mal groß rumgelaufen oder so. Bin ehrlich gesagt ein bisschen sehr müde, ein bisschen platt und wir haben schon so viel gesehen, dass ich mir eh dachte, so, jetzt können wir mal ein Chilligen machen und ganz entspannt gleich auf Heimreise gehen. So, ich freue mich schon, auf geht's. Nichts mehr mit Schweden, Frankfurt, Brody. Ja, wir sind zurück und der Trip war super, super geil, aber man ist irgendwie immer happy, glaube ich, wenn man nach Hause kommt und dann ein bisschen entspannen kann. War super geil, richtig geil organisiert, sehr, sehr coole Leute, viele, viele interessante Sachen, die man hier gesehen hat. Und ja, vielen Dank da an EA Sports für die Einladung und vielen Dank euch fürs dabei sein. Und wenn es euch gefallen hat, lasst kein Däumchen nach oben da, Abo raushauen und bis zum nächsten Mal.